So, wie komme ich denn jetzt wohin? Nein, ich will. Komme ich denn hier auf eine Map? Mission. Karte. Ich möchte nach Plaisance-Moulin. Da ist er. Was ist denn da für ein Bild? Aha. So. Interagieren mit dem Herrn der Schildkröten in Jung. Bevor er so ein Vertretermann wurde. Ach, da oben haben wir den Kwami-Laden. Abprallen, aufladen, super aufladen. Katapultieren. Kostet natürlich auch wieder. Aber das sind halt nur Angriffe. Egal, wir müssen jetzt erstmal Grundschaden. Können wir nicht fertig machen? Energie. Details. Wie viele Spezialtechniken im Kampf benutzen kannst. Ja, das ist mir eigentlich relativ. Was ist denn geschickt? Du schlägst schneller und härter, Feinde zum richtigen Zeitpunkt angreifst. Jetzt haben wir noch 16. Cat Noir wird vollkommen ignoriert. Aber ich möchte in den Kwami laden. Snowboard für den Anfang. Die erste Grafiken des Spiels. Ach, Storyboard. Ach, wie komme ich denn auf Snowboard? Wir kaufen einfach alles. Gebäudeschirme. Erste Entwürfe Soundwave. Klonika. Entwürfe Gamer 3.0. Making of Folge 1, Folge 2, Folge 3, Folge 4. Stadt der Lichter. Viel zu. Achso, das sind die Musiken. Marinette. Ja, komm. Kaufen wir uns erstmal die ganzen Charaktere. Gibt's auch die Gegner? Könnte ich die im Nachhinein noch. Um Gottes Willen. Wir fangen einfach vorne an. Studien. Ich will aber nicht. So, Entwürfe. Könnte man im Nachhinein noch in die Dings reinpacken. Ah, wie heißt es? Na, ihr wisst, was ich meine. Klonika. Yeah, whatever. Ja, mehr habe ich nicht. Gamer 3 Punkten. Achso, du brauchst mehr Makronen. So, dann haben wir das auch. Jetzt will ich aber gerade mal kurz nochmal in das Album reingucken, inwieweit die angezeigt werden, die Dinger. Und dass ich das dann später in die Thumbnails eventuell mit einbauen kann. Und deswegen möchte ich das gerade einmal kurz überprüfen. Und ihr seid live dabei. Nicht live, aber ihr seid dabei. Weißt, vielleicht machen wir ja das New Game Plus ja auch als Stream. Könnten wir ja rein theoretisch machen, wenn es ein New Game Plus gibt. Was? 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 Ja, meinetwegen. Moment, was haben wir denn hier? Befugnisse? Missionen! Spielzeit. Luca ist sehr scharf drauf. Ja, er ist sehr scharf drauf. Alles klar, ich habe nichts gesagt. Hust. So, jetzt möchte ich noch mal kurz ins Album. Also, Paps, mach Platz.
Ich muss in mein Dings. Ja, dann will er nicht stören. Ich wette, wir werden am Ende, wenn wir alles freischalten wollen, müssen wir dezent. Ja, hier Storyboard. Die erste Grafik des Spiels. Marinette auf ihrem Dach mit einer Holzhaspel. Die Auflösung ist natürlich jetzt nicht so extrem, aber kann man schon was mit anfangen. Der Werdad. Ich sag mal, für die Thumbnails müsste es reichen. Ja, Musik haben wir ja keine. Freunde. Marinette hat ein gutes Herz und als Freundin ist auf sie stets Verlass. Nicht kann ihre positive Einstellung trüben. Sie vermag in allem das Gute zu sehen, was genau und genau deswegen hat das Schicksal sie wohl für den ganz besonderen Mission auserkoren. Ihre Freunde und Familie, Tyrannen und Lügner. Es gibt etwas, das bislang niemand über mich weiß. Ja, was wohl. Haben wir sonst noch irgendjemanden freigekauft? Ich glaube, nein, haben wir nicht. Ja, das sind die Sticker. Denk mal, wenn wir alles frei haben, dann kriegen wir da wohl auch die anderen. Nun gut, dann soll es das erstmal an dieser Stelle für die heutige Aufnahme-Session erstmal genügen. Ihr wisst ja, ich nehme immer so knapp eine Stunde auf. An einem Stück, die schnipple ich nachher auseinander. Und dann geht's irgendwann mal irgendwie weiter. Aber wie gesagt, an dieser Stelle ist jetzt erstmal Schicht. Oder es geht gleich weiter, je nachdem, wie ich es nachher zusammenschneide. Soll ja auch mal vorkommen. Gebt dem gesamten Spiel doch bitte, bitte ein Like. Ich bitte wirklich darum. Auch wenn ziemlich lame Sprüche von mir kommen, muss man halt zugeben. Aber man will ja seinen Spaß so ein bisschen mit dem Spiel haben. Und ich bin jetzt erstmal für heute raus. Also bis gleich oder bis in den nächsten Part. Und damit sind wir wieder bei Miraculous interagieren. Oder haben wir schon das letzte Mal mit ihm interagiert? Schon nachgedacht, was du ihm zum Geburtstag schenken willst. Hab ich aber, mir fällt partout nichts ein. Ja, das ist nicht schön. Das ist ein bisschen nachgedacht. Ich möchte Alia was schenken. Auch wenn es nicht ihr Geburtstag ist. Oh, ich glaube, er mag sie. Tolli, jeder Tag ist ein guter Tag, um denen, die dir am Herzen liegen, ein Geschenk zu machen. Was, 365 Geschenke im Jahr? Das geht aber ins Geld. Ja, oder? Also will ich ein Mixtape für sie machen. Einen speziellen Mix aus 100% Nino, der mir quasi aus dem Herzen spricht. Ja, komm, hervorragende Idee. Tolle Idee. Alia liebt es, mit dir Musik zu hören. Musik ist für euch wie eine zweite Sprache, vielleicht sogar bedeutungsvoller als Worte. Stimmt, genau so ist es. Danke, Marinette. Kein Wunder, dass du Alias beste Freundin bist. Ich mach mich lieber an die Arbeit. So ein Mixtape mixt sich nicht von selbst. Ah, ich bin sicher, es wird ein Hit. Halt zum Beinbruch, Nino. Und mach keinen Mist. Ah, Francois Dupont High School. It's where the cool kids go. I have no idea who this Francois Dupont is, by the way. But I guess she must have done great things. Ja, ich möchte mit ihm auch interagieren. Pläne fürs Wochenende? Was hast du nochmal? Papierkram, ja. Dann gehen wir jetzt, oh, Alia, hi. Grüß dein Vater von mir, ja? Hatte sie noch irgendwas zu melden? Ich glaube, Luca wollte was. Achso, ja. Ja, dann gehen wir doch jetzt mal nach Luca. Alles klar, Marinette. Max oder Max erwartet uns. Ich bin sicher, sein Spiel wird super sein. Auf geht's! Lose geht's! Lose geht's! Nein! Och, Mann, da wollte... Nein, 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 nein! Ja, 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 ja. Trapp, 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 trapp. Oh nein. And that's where you can go to find the Liberty, where we always go to have some fun. Ja, ja, sie läuft nur hier rum. Die will doch nur wieder Fotos machen. Die alte Stalkerin. Und wer bist du? Celia, ich mag Videospiele auch, weißt du.
So alt bin ich noch nicht. Die ist nur 54 Jahre alt. Sie hat Tetris noch in der Entwicklung gespielt, in der Beta. Gamer 3.0. Ich habe irgendwie das Gefühl, das wird unser nächster Boss. Nach ein paar Spielen. Das ist ja richtig Next Level, Max. Dein Spiel ist purer Wahnsinn. Ein kompletter Volltreffer. Was hat er entwickelt? Call of Duty? Also jetzt haben sie aber wirklich in die Klischeekiste gegriffen mit Thema Nerd, oder? Du übertreibst absichtlich, nicht wahr? Das ist nicht die Endversion. Es gibt noch Sachen, die verbessert werden können. Und die Framerate ist nicht so reibungslos. Wenn... Nimm das Lob an! Goddammit! Sei nicht so Sheldon Cooper-mäßig! Du bist ein Naturtalent im Spieledesign und dieses übertrifft einfach alles! Sogar besser als die meisten Spiele auf dem Markt. Findest du wirklich? Vertrau mir, ich glaube, wir haben hier ein Meisterwerk vor uns. Hier spricht der Ultima Mecha Strike 3 Champion. Also Champion. Da haben sie einen Strich vergessen. Bindestrich. Ich muss es wissen. Wieso ist sie Gamerin? Sie spielt doch bestimmt nur Minecraft. Eine Weile später. Ihr habt echt Nerven, mein Spiel vor meiner Nase mies zu machen. Vor allem nachdem alle fünf von euch zuerst gesagt haben, es war super. Hä? Wisst ihr überhaupt, wie lange ich gebraucht haben muss, zu entwickeln? Was ist passiert? Ich brauche Input. Warum habe ich es nicht früher gemerkt, dass ihr nur ein Haufen Heuchler seid? Max, was ist denn nicht gefahren? Was wollt ihr alle? Habt ihr euch gegen mich verschworen? Macht euch Spaß, mich zunichte zu machen? Was ist passiert in der Zwischenzeit? Habe ich irgendwas nicht mitgekriegt? Habe ich einen Filmriss? Mach mal halblang, Max. Keiner von uns hat was Schlechtes über das Spiel gesagt. Weißt du, wieso? Weil es uns Spaß gemacht hat. Allen von uns. Punkt. Ende. Aus. Stimmt. Dein Spiel ist toll. Bist du so voll ausdruckslos? Stimmt. Dein Spiel ist toll. Oh ja. Ich halte keine Lügen aus. Besonders, wenn man sie mir direkt ins Gesicht sagt. Wie wär's, wenn ihr mich in Ruhe lässt? Wenn ihr mich in Ruhe lässt? Ich hau ab. Hä? Was ist gerade passiert? Ja, ich möchte auch keinen Input haben. WTF, was ist hier passiert? Was ist das hier? Die Flying Unicorn heißt das Schiff, oder? Sieht mir aber nicht aus wie so, wie so ein Gamer-Ding. Gott, ich glaube, ich werde sehr krank. Wir reden mal. Ach, Moment, ihr muss ich interagieren. Also reden wir erstmal mit hier. Mit Ed. Aber. Mixtape Max. Mixtape Mann. Was war das denn gerade? Ist doch verrückt. Crazy. Wir haben einfach das Zimmer verlassen und dann. Bam! Ist Max ausgerastet. Weil wir angeblich sein Spiel wieder gemacht haben. Ich weiß, das macht keinen Sinn. Der Typ ist voll Banane. Ich glaube, er kommt in die Wechseljahre. Ach nee, Moment. Ach, der arme Max schien wirklich verletzt zu sein. Was haben wir getan? Ich habe doch nur seinen Soundtrack nie gemacht. Ich sagte doch immer, 16-Bit ist besser als 64-Bit. Was machst du mit Max? Ach, Adrian wird schon schaffen. Wenn es jemand gibt, der Max zur Vernunft bringen kann, dann ist es Adrian. Er war nicht dabei, also hat Max ihn nicht in sein Spiel lästern hören. Du hast recht, das macht Sinn. Adam würde Max jetzt wohl am ehesten vertrauen. Ich weiß, das liegt daran, dass er so perfekt ist. Ich meine, respektvoll. Ja. Oh, das war wohl die falsche Antwort. Ja, ich möchte jetzt mit ihr interagieren. Interaction. Was ist gerade passiert? Es ist, als hätte Max Halluzinationen gehabt. Ja, vielleicht hat er einen falschen Pilz beim Pflücken gefuttert. Ich weiß... Etwas stinkt hier definitiv. Wer hat hier Blähungen? Und wer hat den Harzer Roller hier rumliegen lassen? Ich habe versucht, ihn zur Vernunft zu bringen, aber er ist weggelaufen. So einfach so trapp-tarapp. Ah, ich mache mir richtig Sorgen. Dass er etwas anstellt, dass er es bereuen wird. Was sollen wir bloß tun, Marinette? Wir brauchen Ladybug und Cat Noir. Wie immer, ruf die Power Rangers. Und Garfield mit Lasagne. Immer diese Sorgen ihm passieren. Nee, das klingt ein bisschen so. Oh, mach dir nicht so viel Sorgen. Du irrst dich nie bei Menschen. Ich weiß, dass du dich nie in Menschen irrst. So ein bisschen um Schleim, Schleim, Schleim. Ich will die Einträge haben. Also sollte ich im Fall wohl auf dich hören. Genau.
Oberste Priorität ist jetzt, Max zu finden. Hast du gesehen, wo er hingegangen ist? Er ist scheinbar nach Hause gegangen, Richtung Place de Vosges. Ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Verstehe. Place de Vosges. Ich kann nicht glauben, was Max gerade gesagt hat. Keiner von uns hätte ihr solche... Das, was es steht. Denkst du gerade, was ich denke, Marinette? Keine Ahnung. Pizza? Du brauchst nichts mehr zu sagen, Tiki. Ein böser Doppelgänger, der das Selbstvertrauen der Leute zerstört. Kommt es dir nicht bekannt vor? Es muss dieselbe Person sein, die die Kunden der Bäckerei vorhin reingelegt hat und sich als ich ausgegeben hat. Und dabei wütend gucken. Aber Max war sehr genau. Er hat uns alle gesehen, wie wir sein Spiel niedergemacht haben. Nicht nur mich. Nachdenklich Finger an die Lippen legen. Und in den Himmel starren. Könnte es mehr als einen Doppelgänger geben? Etwas stimmt hier definitiv nicht. Du hast recht, dann müssen wir weiter ermitteln. Zuerst aber müssen wir Max finden, bevor er zum dritten Mal akkumatisiert wird. Was? Zum dritten Mal? Okay, College, Place de Vosges. Hat er ja irgendwas? Freund Max Richtung Place de Vosges. Ja, das ist ja, Place de Vosges. Ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche. Es ist mir auch... Okay, jetzt muss ich nach... Da. Aber er hat gesagt, wir haben Sticker freigeschaltet. Oder Bild. Also gucken wir unser Album und unser Vater ist mal wieder schockiert. Tom ist immer sehr, sehr schockiert. Das muss ja dann bei Freunden. Oder bin ich doof? Nee, hier. Ah, von ihm. Wie er guckt. Das war's. Das letzte wahrscheinlich ein Gruppenfoto von allen. Würde ich jetzt mal vermuten.